Moin aus Bad Essen. Heute im Rahmen von 500 aka wird eine weitere Blühwiese angelegt. Diesmal von Thomas Uhlen. Das ist der Landtagskandidat der CDU und er ist hier tatkräftig hinter mir am Acker. Thomas, du hast heute hier ein großes Stück Fläche von deinem Privatgelände zur Verfügung gestellt für eine Blühwiese. Warum? Ja, Kai, das liegt daran, weil du mich begeistert hast dafür. Ich habe deine Facebook-Seite lange schon mitverfolgt und bin einfach der Überzeugung, dass jeder, der sowas machen kann, das auch tun sollte. Und wir haben hier die Möglichkeiten, das zu machen. Und ich finde, jeder kann so auch ein bisschen Vorbild sein, ob man eine kleine Fläche hat oder ob man ein bisschen größere Fläche hat wie wir. Auf jedem Quadratmeter kann man was Gutes tun für die Natur. Wenn du in den Landtag gewählt wirst, wie wirst du dich für den Klimaschutz engagieren? Also beim Klimaschutz geht es am Schluss ja darum, Energie einzusparen, energieeffizienter zu arbeiten und am Schluss natürlich auch erneuerbare Energien auszubauen. Wenn ich in den Landtag komme, werde ich mich dafür einsetzen, dass wir die Lebenswirklichkeit der Menschen dabei immer berücksichtigen. Ich finde es ganz wichtig, den Menschen auch deutlich zu machen, dass wenn man eben nicht mehr Energie zu Hause einsparen kann, vielleicht doch niederschwelliger nochmal angesetzt werden muss. Oder einfach die Menschen, die bisher einfach nicht daran gedacht haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle was fürs Klima zu tun, jetzt die Initiative aufnehmen und dann auch was machen. Dafür gibt es sicher tolle Möglichkeiten, politisch, fördertechnisch, aber am Schluss einfach dadurch, dass die Menschen Vertrauen haben und was Gutes tun möchten für die Natur. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es total nett, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder das nächste Video schaut. Ihr könnt gerne auch einen Kommentar unter das Video setzen oder zum Beispiel auch einen Daumen hoch. Danke!